So, was geht ab, Leute? Ich bin gerade hier in München. Ich glaube, das ist das erste Mal jetzt mittlerweile. Und ohne Scheiß, Leute, hier mit einer Kamera rumlaufen in Deutschland, die Leute halten euch für gestört. Deswegen bin ich in der Gasse gegangen, wo nicht jeder einen so Ulte anguckt. Und ich warte auf ein Taxi, irgendwie, keine Ahnung, ich finde irgendwie keins. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit durch den Hauptbahnhof gegangen, aber ich finde irgendwie kein Taxi. Ich wurde auf so ein Advanced Warfare ein Event eingeladen, wo ich das halt spielen kann. Ich durfte einen YouTuber mitnehmen, dann habe ich mich für Haptic entschieden. Und das ist hier ziemlich, ziemlich voll. Also ich werde erstmal ein Taxi suchen. Jo, was geht ab? Wer ist hier? Der echte, meine Freunde. Der echte Apocalypse Red und der. Der echte. Ja, servus Leute. Der echte Asiate. Und das, wer bist du? Sieht man nicht überhaupt. Nein. Okay, gut, schade. Guck mal, das Ding ist. Das sind, ich bin so ein paar Meter entfernt. Nein, nicht mal ein Meter, sieht so aus wie fünf Meter. So, Digga, voll geil, Alter. Ich find das geil, weil guck mal, man sieht sogar sie. Ja. Echt? Hallo! Ja. Guck mal, ich hab letztens, ne, ich saß in der Bahn, ich mach so den hier, man saß trotzdem meine Nachbarin so. Ich mach so den hier, ich schau sie die ganze Zeit an, sie merkt gar nichts. Ja. Wir zocken gerade Advanced Warfare. Überall sind PCs, aber ich darf leider nichts filmen. Ich filme schon mit Delgato. Darf man leider nicht, gibt Regeln. Aber ich kann euch sagen, ich habe schon kurz angespielt und es fühlt sich wirklich geil an. Muss ich ja. Ich weiß nicht, wie ist deine Fassung? Er ist impressed mit den 60 FPS, ist natürlich ganz neu. Ja, das ist. Ganz neu, mega neu. Ja, das sagt der PC-Spieler. Aber das ist Außenseiter. Mindestens. Okay, Leute, ich werde zocken. Gleich, wenn es beginnt. No homo, genau. Okay, Leute, ich wollte nur sagen, dass ich zocken jetzt, ich glaube schon. Ja, ich würde sagen 6-7 Spiele und ich nehme natürlich alles mit Delgato auf, kann ich hier jetzt auch wieder einschalten. Und ich muss sagen, es ist super, super spaßig. Es ist, ich sag mal so, besser als erwartet, weil ich war jetzt von Ghost ja nicht der größte Fan. Und ich hatte jetzt gerade, also wir haben gerade, wie ist der Spielmodus, Digga? Wie ist der Spielmodus? Ablink hieß der, das ist extrem witzig. Da muss man irgendwie den Ball, also man kämpft um einen Ball und man muss ihn ins gegnerische Tor bekommen quasi. Man kann aber, während man den Ball nicht hält, kann man nicht schießen. Also man kann gar nichts tun eigentlich, außer springen und laufen. Und man kann sich den Ball zuwerfen, also zu Teammates. Ja, also es ist super ein super geiler Spielmodus, vor allem für Competitive Call of Duty Player, wie zum Beispiel Optik oder so. Bestimmt extrem geil. Und ich bin auch am Aufnehmen, also Gameplay kann euch erwarten, also freut euch schon mal aufs Gameplay und so weiter und so fort. Da werde ich noch vloggen, wie ich abends weggehe. Und so. Alter! Ja, Mann, Digga. Digga! Was denn? Was ist das denn für ein Winkel, Mann? Man kann alles sehen. Ja, man kann alles sehen. Man kann fast die Möwe sehen. Aber guck mal, hier gibt es sogar zwei Lautsprecher, also auch Mikrofon, wo du reinsprechen kannst. Ja, okay, wir werden jetzt heftig zuschauen, wie es zocken wird. Go von oben. Yay! Yay! Boah, richtig krass. Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen pixelig, glaube ich. Ja, im Dunkeln schon. Klar. Ja. Guck sogar mal nach, wie lange mein Feuer. Das Ganze hier, damit muss ich reden. Egal, jetzt zock ich. Okay, gib das. Ich will sehen, wie halt du zockst. Okay. Na, kommst du lieber mal vor? Irgendwie ist immer so, es ist immer so ein schlechter Team. Ich kann euch auch selber filmen. Hallo. Hallo. Das sieht aus wie ein Fisch, okay, Digga, das sieht so witzig aus. Blub. Er ist gerade mit, er ist versunken im Spiel. Ja, er ist nicht versunken. Er ist nicht mehr in dieser Welt. Oh mein Gott, Feed Mode. Ich soll kein Gameplay aufnehmen. Nein, wo ist die Taktiksteuerung? Wo ist sie? So. Oh, der Controller ist so zocken. Ey, ich wollte Schurken gewonnen. Nein, das ist einfach. Jawohl! Du musst immer richten. Wenn du eine Frau auspackst, dann merkst du, dass sie ein Spiel ist. Das sind die letzten Momente, wo wir noch Advanced Warfare genießen. Und. Oh nein! Perfektes Thumbnail. Ey, wer ist gleich, der darf ich zu einer Schlampe? Ja, wa? Ich
weiß nicht, wovon er redet. Ich habe eigentlich gesniped. Guck mal, ich spiele so richtig so, wenn man Spaß am Spielen hat, muss man so spielen. Ja, klar. Das muss ich nicht. Komm an der Rand von beiden so. Guck, Digga, wie es aussieht, guck mal. Komm, Leute, näher ran, so. Ah, das macht so Spaß. Okay, Leute, das war's mit dem Abend eigentlich fast. Jetzt habt ihr scheiß Vlogger, du bist ein schlechter Vlogger. Okay, ich bin ein schlechter Vlogger, ihr habt gehört. Übrigens, guck mal, bei dir wird das so ein bisschen so komisch angezeigt. Ich, du, bei mir ist es viel weißer als bei dir. Das heißt, ich bin brauner als du. Ich glaube, das ist, weil ich wertvoller bin. Nicht. Okay, das war's. Das war's mit dem Abend. War gut. Die Location war richtig geil. Ich durfte leider nicht so viel filmen, weil ich Angst hatte, dass ich Gameplay aufnehme. Ja, also die Location, das war so ein Keller mäßig und so eine Steinwand und es sah übergeil aus. Also man hat sich nicht gefühlt wie auf so einem Zocker-Event war. Nee. Das war eher so wie ein Club. Ja, das war eher so, richtig chillig. Ja, das war eher so wie ein Club, so irgendwie mit Musik, mit dem DJ. Und da ist auch Apropos. Hier kommen die größten Randoms. Jetzt kommen hier, die kennt keiner. Hier den. Hi. Ich warte, film auf ihn. Darf ich vorstellen, also ich guck mal bei YouTube/ApocalypteRed, also falls ihr, also ihr kennt ihn ja alle nicht. Ja, wer bist du? Ich bin AlloTrick. Okay, Apocalypto wird jetzt Klimmzüge machen. Red, sag einfach Red. Okay, ich sag ApocalypteRed, genau, Red. Yeah, okay, ich sag einfach Red. Okay, Red. Mr. Red wird jetzt Klimmzüge machen. Ey, Digga, warte, ich komm auch nach vorne. Wie schafft er? Was denkst du, wie schafft er? Also, ja, Ghetto-Style. Wenn er die sauber macht, sage ich, schafft er 8. Ich sage, er schafft. Er schafft. Ja, er schafft 6. Okay, komm. Ich sage, er schafft es mal dran. Okay, komm. Also, okay, ich sage 6. 6. Digga, 6. Du musst dich töten, Digga. Ring einfach, komm. Du musst springen. Okay, komm. Keine Angst. Warte. Komm. 1, 2, 3. Geh doch da hoch! Ein Ticker meine Hose! Er freut sich voll, dass er ein. Jetzt geht's! Okay! Okay, los geht's! Ah, die sind einfacher! Bleibt! Du musst die erstmal hängen lassen! Ja, genau, das sind richtige! Eins! Zwei! Er hat jetzt eine Schwierigkeit! Drei! Wie er steht da, look! Ja, cheate noch mehr, Mann! Cheat des Todes! 7, 8. Komm schon, mach mehr! Ein bitte! Nein, 8,5. Aber man darf cheaten. Ne? Ja, okay, 10, sagen wir 10. Man darf cheaten bei Klimmzügen. Komm, Respekt, du hast 10 gecheatet. 10,5. Nice! Daumen hoch für mehr Apocalypse Reds. Der echte! Guck mal, wie scheiße es aussieht, wenn man sich blockt. Sorry. Digga, guck mal, der Typ. Oh. Digga. Fuck, das hat von Hand gekriegt. Du siehst so scheiße aus, wenn du vlogst. Echt? Ja. Das ist das Nervige, wenn ich mir. Weißt du? Nein, Mann, das war ein Spaß. Sieht nur komisch aus, guck mal. Sag mal. Also hier geht's rein, hier haben wir sofort einen Spiegel oder so. Zieh dir das rein, guck. Hier ist das Waschbecken, okay? Ja. Und jetzt machen wir das Waschbecken zu. Und? Was? Und dann habe ich hier ein Klo. Sag mal, wo ist eigentlich die Dusche? Da. Das ist alles nebeneinander, das ist so fast. Ach so, oh! Ja, jetzt. Und hier ist die Dusche! Jetzt das ist die Dusche. Check mal. Das ist der Eingang. Das ist mein. Zieht euch das rein, Leute. Das ist mein Bett. Läuft. Hier passen eigentlich 2 rein, aber natürlich will ich alleine schlafen. Ja. Digga. Nein, Spaß, halt Digga, mit mir schlafen, ja. Na homo. Und das ist übrigens der erste viereckige Fernseher der Welt. Sieht man das so? Ich ja, denke, ich bin ganz präzise eigentlich. So, und hier. Das ist so eine Art. Ja, genau. Lass so. Das ist gut. Also das ist mein Bett und dann, manchmal, das ist. Was ist das eigentlich? Das ist so eine Drehhand, also man kann hier chillen. Ja, da kann man essen, ja logisch. Ah, bei dir ist die. Aber das sieht so aus, als könnte man da schlafen wegen diesen Kissen dort. Da ja, gibt es so 2 Kissen. Guck mal, das könnte man. Hier ist eigentlich, film mal das. Da ist eigentlich so ein Docking Station, dass man sein Handy reinmacht und Musik hört. Das war die aber nicht da, weil die dachten, du hast es nicht verdient. Digga, ich liebe diese Kamera. Die ist richtig geil, Leute, ich habe mir die heute geholt. Das ist das Telefon. Hallo. Wie geht's dir? Digga, Mann. Ey. Was? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen gleich noch essen. Und dann gehen wir in eine Bar. Und nehmen ein paar Drogen. Nein, wir wollen asiatisch essen. Hm. Und dann, schlafen.
Dann gehen wir in eine Bar, vielleicht was trinken? Ja, mal gucken. Ich trinke ja keinen Alkohol, aber man kann ja auch alkoholfrei eigentlich. Kann man. Obwohl ich auch schon letztens ein Bier getrunken habe. Ne? Ja, okay, ein Bier so ist, aber ich mach's komplett. Also ich ja, ich auch eigentlich. Eigentlich, ja. Auf jeden Fall gechillt. Ist gechillt. Und das Event war ganz gut. Ja, lass mal ein bisschen erzählen so. Das Event war. Ja, was soll ich sagen dir zum Event? Erzähl du mal ein bisschen. Ja, also was ich erwartet habe, war so ein, keine Ahnung, so ein 0815 Raum, wo ja. Monitore so stehen und dann ist so ruhige Stimmung, so wisst ihr so. Aber was wir gesehen haben, war eigentlich ziemlich krass, also hat mich so überwältigt. Das war erstens so eine richtig krasse Location, das war so ein Keller mit, keine Ahnung, das war so ein alter Style, so Brick Wall, ich weiß jetzt nicht das deutsche Wort. Das war so, Ziegelsteinwände und... Und da waren überall Boxen und da war sogar ein DJ mit richtig krassem Mischpult, das war so clubmäßig. Also für die, also wir waren auf Advanced Warfare erstmal, das vielleicht das Wichtigste. Ja, okay. Ja, aber das solltet ihr eigentlich den Titel entnehmen können. Ja, ja, klar, logisch. Und dann haben wir auch so ein, ich glaube, das war Co-CEO, also der Vertreter vom Chef von, keine Ahnung, Sledgehammer oder Activision, weiß ich nicht. Und der hat dann, kam aus Amerika extra, hat so einen Vortrag gemacht, so eine Präsentation vom Spiel. Und dann haben die richtig krass die Bildschirme aufgebaut. Das waren übelst große Bildschirme. Ja, das war, aber finde ich auch scheiße irgendwie, weil ich meine, auf kleinen so Bildschirmen lässt sich einfach besser zocken, finde ich so. Ist so. Ich musste übelst weit weggehen immer. Ja, da haben wir ab und zu gezockt. Dann gab es da übelstes Essen eigentlich, obwohl ich wenig gegessen habe. Ich auch. Darum werden wir jetzt umso mehr reinhauen. Ich habe heute gar nichts gegessen. Ich bin 7 Stunden gefahren. Ich habe aus Versehen, ich habe schon heute Morgen versucht zu vloggen, aber mir war das so peinlich. Am Anfang, da war es richtig peinlich morgens. Bei mir auch so. Und das Ding war, ich habe es in der Bahn getan. Und ich habe so leise geredet, ich weiß nicht mehr, ob es mal gehört hat. Weil ich wollte wirklich nicht, dass jemand sieht. So. Ist so, irgendwie mit der Zeit wird man so offener irgendwie für so eine. Ja, mit der Zeit... Er kann man es irgendwann. Ja, ich sehe immer so Vlogger, die so durch die Straße ja, laufen, so durch die Menschenmenge und die Leute laufen hinterher, kommen entgegen und die reden ganz normal. Ja, das ist übel krass. Und die Leute schauen hin, aber die Vlogger juckt es nicht. Bei mir, die Leute schauen mich immer an, wenn ich meine. Ich meine, das sieht ja komisch aus irgendwie, wenn ich meine Hand so. Ja, und hier sieht die noch länger, wie lang die hier aussieht. Ja, zeig mal. Oh Mann, ey. Hier sieht sie ja noch länger aus, aber es sieht einfach. Es sieht einfach komisch aus irgendwie. Es sieht echt komisch aus so. Ja, ist so. Aber ja, im Großen und Ganzen. Cool. Ja, ja. Oh, guck mal, wie das aussieht, Digga. Guck mal. Guck mal. Auf jeden Fall. Ich schlaf ein, wenn ich so lege. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Und ich habe so viel Advanced Warfare Gameplay aufgenommen, darf ich aber erst ab dem 3. Oktober, ne? Ja. Euch zeigen und dann ab dem. 4. November. 4. November. Oder wolltest du was anderes sagen? Nee, ist richtig. Ja, 4. November kommt das Spiel. Auf jeden Fall war das gut. Wir haben natürlich, habt ihr im Vlog jetzt gesehen, wenn das am Ende reingeschnitten kommt, auch ein paar andere YouTuber so gesehen und ein bisschen mit denen gechillt war. Diese Vlog, ja, war auch geil. Apocalypse Red war da, war witzig mit dem. Royal war noch da. M-Core war. Royal? Wer ist Royal? Ja, Calvin. Ach, der Typ da. Und, ja. Ach so, okay. Ich wusste das nicht. Na, das war abgekommen. Okay. Ja. M-Core war da, mit denen ich auch lange nicht mehr gesehen habe. Danny Burnage war da. Ja, das ist so ein komischer Typ. Und dann so ein richtiger Random. Ja, Haptic Rush, weiß nicht genau. So ein richtiger Spaß. Ja. Ich weiß nicht, wie das auf YouTube dann aussieht, die Qualität so. Bestimmt übergeil. Nein, weil die benutzen so viel und bei denen sieht es immer geil aus. Und Das Licht ist ja richtig krass. Das war's. Spann mal Bizeps an, Digga. Ja, das Licht ist scheiße. Ja, das Licht ist scheiße. Digga, dann mach einen guten. Aber Leute, ich bin gerade übel am Definieren, also. In ein paar Monaten werdet ihr sehen, wird ihr richtig übel, Leute. Okay, Leute, schaut euch mal das an. Schaut euch mal, wie das aussieht. Ich hoffe, man sieht das. Das ist, Alter, Digga, das knirscht auch schon so, Alter. Als würde das halten oder so. Ich mach mal selber, ich geh mal hier rein. Das ist dieses, keine Ahnung. Ich hab voll Angst, dass es kaputt geht, Alter. Das knirscht so richtig komisch. Oh mein Gott. Oh, Digga, rede mal hier drinne. Also der ist so gemütlich. Man kann einfach mit seinen Beinen so. Echt? Ja, es ist wirklich geil. Es ist so ein kleineres Hotel. Also es ist kleiner, aber wirklich gut. Also sieht wirklich gut aus. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also wir haben gerade überlegt, ob dieses Ding hier, das ist ja ultra geil, wie ihr sehen könnt. Also es ist so spaßig, ob man damit zocken könnte. Das Problem allerdings, ich glaube, das kennt jeder.
wenn man beim Zocken, wenn du zockst, ne? Lehnst du dich nach vorne oder bleibst du so? Ich lehne mich zurück. Du lehnst dich zurück? Jetzt mal ehrlich. Ja. Was hast du denn für einen Score? Also ich muss immer nach vorne sitzen, so. Ich muss so, ja. Ja, ich muss immer nach vorne sitzen, egal. Ja. Ja, genau. Und ich sitze so manchmal so nach vorne. Jo, Leute. Okay, Leute. Das Problem ist, wir finden nichts. Wir wollten abends weggehen, was essen, aber wir finden einfach nichts. Das sieht hier einfach nichts ansprechend aus, weil hier auch so wenig Menschen sind. Aber das Ding ist ja, Montag ist einfach nie so wirklich was los, weil ich meine... Es ist ja Montag, 12.15 Uhr, also in der Nacht, da findet man irgendwie keine... Da findet man gar nichts. Vor allem wir sind... Komm, man sieht euch alle drei sogar. Ja? Ja, man sieht... Guck, ich zoome auf mich, aber man sieht euch. Also man findet einfach nichts. Technik. Digga, man... Vom Hotel sind wir einfach in die falsche Richtung. Wir sind da, wo viele Leute sind. Also von da sind wir weggegangen. Nach Allmann-Gegend. Ja, sind wir. Und das, Deutsche. Das war, wir wollten immer mehr finden, immer irgendwas Besseres. Aber hier findet man einfach um diese Uhrzeit nichts Gutes, weil nichts ansprechend aussieht, weil hier so wenig Menschen sind irgendwie. Wir sind locker 1,5 Kilometer. Wir sind locker 1,5 Kilometer gegangen, ja. Wir finden nichts so und... Ja, was aber mal sehen, also... Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Na, wir finden schon was... Am besten so eine Pizzeria oder sowas. Wir gehen natürlich auch mal. Warum warten wir? Wir gehen natürlich auch mal über Rot. Das ist. Tag live. Aber nee, also nicht nachmachen. Wenn ein Kind an der Ampel steht, dann gehe ich absichtlich über Rot. Echt? Ja. Ich bin immer richtig sozial. Ich gehe nie über Rot dann. Nein, die Mutter soll mich böse an. Also ich fühle mich jetzt auch nur härter, weil wir zu dritt sind. Ja. Ist das, alleine würde ich natürlich warten. Aber ich auch, um ehrlich zu sein. Alleine warte ich immer, bis es grün ist. Und ja, ich hoffe, wir finden einfach mal was. Weil wenn nicht, dann. Haben wir ein ganz schönes Problemchen, würde ich sagen, ne? Hey, laufen wir überhaupt nicht richtig? So, Leute. Wir sind wieder nicht vorangekommen. Wir sind immer noch hier. Der Magen wird immer leerer. Der Magen ist richtig leer. Ich habe heute 3 Brötchen gegessen, weil ich auf diesem Event war. Und einfach, wenn man mit dem Zug fährt, dann isst man einfach nichts. Das ist komisch. Wieso isst man nichts? Und dann auf dem Event, wenn man zockt, isst man ja auch nichts. Dann verhungert man ja. Und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir den weiten Weg, meine Beine, unsere Beine, sind schon super zerstört, dass wir nochmal zu Joyce gehen. Dem besten. Und ich weiß, Joyce schmeckt schon lecker, oder? Ja. Wir werden uns jetzt richtig gehen. Ey, ich stell mir vor, das ist zu. Wir gehen jetzt hin und das ist oh, zu. Oh Mann. Digga, dann müssen wir wieder zurücklaufen. Ich hab keinen Bock mehr. Ey, und ich glaube wirklich, es kann wirklich zu sein. Aber ja, ich weiß nicht, Joyce, wie lange hat Joyce offen? Ich habe die alle. Ich schreibe mir in die Kommentare, wann es offen ist. Ja, schreib mal in die Kommentare, hilft uns. Schreib mal in die Kommentare, wie lange Joyce offen ist. Stell dir vor, du kannst von dem Ding hier livestreamen. Oh. Ja. Okay, Leute, wir haben einen Laden gefunden. Der nennt sich, der nennt sich Holzofenpizza. Das Problem ist, dass es irgendwie. Es ist eine Party, die sich einfach so. Wir waren halt so froh, ne, dass wir gerade so eine Holzofenpizza gefunden haben. Ich denke mal, die haben so alle eine Holzofenpizza bekommen und dann ist die jetzt so. Und dann finde ich so Oktoberfest, ne? Ja. Oktoberfest. Ja, guck mal, der Unterschied zwischen deiner Kamera und meiner Kamera. Okay, meine Kamera sieht man nicht, weil ich mit der. Das ist richtig heftig. Oh, man sieht mich, hey! So, und der letzte Cut für diesen Vlog wahrscheinlich. Ich muss sagen, der Tag war richtig stressig. Es ist gerade, lass mich mal nachsehen, 3.06 Uhr und ich muss morgen um 9 Uhr raus, also ich kann 7 Stunden schlafen, was auf jeden Fall klar geht. Ich habe letzte Nacht nämlich nur 3 Stunden geschlafen, was ziemlich, ziemlich wenig war. Aber ihr seht ja noch, ich lebe ja noch. Deswegen, ja. Man könnte auch sagen, das war so mein erster Vlog, der jetzt quasi, ja, wie soll ich sagen, den ich von, mittags bis abends aufgenommen habe. Es war kein kompletter Tag, aber ich habe den aufgenommen, zum einen, weil ich unbedingt filmen wollte und, ja, Jojo hat mir diese Kamera hier empfohlen, er hat sich die auch gekauft, dachte ich mir, okay. Und das war sehr spontan, dass ich mir die gekauft habe. Ich habe sie mir nämlich gleich am Morgen, also dem Tag, an dem ich das aufnehme, einfach so kurz geholt. Wenn ihr sie sehen wollt, ich kann gerne einen Affiliate-Link von Amazon in die Beschreibung tun. Dort könnt ihr euch die Kamera ansehen und vielleicht auch selber kaufen, weil sie hat einen besonderen Winkel, es macht einfach so viel Spaß. Ich gucke meine eigenen Clips immer und immer wieder, weil es einfach so viel Spaß macht, es ist einfach wirklich grandios, ich liebe es. Und
Ja, wie ihr seht, ich bin nur in Boxershorts, also ich liege hier halb nackt. Und ich muss sagen, es war ein stressiger Tag. Wir sind gerade einfach mal 2,5 Stunden rumgelaufen und nach etwas Vernünftigem zum Essen gesucht. Wir natürlich etwas essen können, aber wir wollten etwas Gutes finden. Und zum Schluss haben wir dann halt einen Pizzaladen gefunden, was sehr, sehr lecker geschmeckt hat. Und ja, ich habe mir übrigens... Ach, es juckt hier gerade. Oh, wie das juckt. Oh, es juckt, 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 juckt. Vielleicht hat mich eine Mücke gebissen oder so. Das sind die Drogeneffekte, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat es sehr lecker geschmeckt. Ich habe mir auch jetzt in längerer Zeit, also wirklich nach 3-4 Monaten, wieder eine Pizza gegönnt. Schon seit Monaten nicht mehr. Und ja, muss man auch mal sein. Also hat wirklich lecker geschmeckt. Und ja, jetzt werde ich wahrscheinlich schlafen. Morgen früh geht es dann auch los. Dann frühstücken wir. Und dann gehe ich. Ich bin ja der Einzige quasi, der mit dem Zug fährt. Die anderen fliegen ja. Keine Ahnung wieso, bei mir ging es halt irgendwie nicht ganz, weil ich einfach an einer ungünstigen Stelle lebe. Deswegen, ja, ist halt so. Aber ich fahre sehr gerne Zug, deswegen hat es mich jetzt nicht unbedingt gestört. Und ja, ich überlege noch, was es noch zu sagen gibt. Ich hoffe, euch gefallen diese Vlogs. Ich muss sagen, es war ein ganz neues Erlebnis. Am Anfang habe ich mich auch ziemlich dafür, obwohl ich ziemlich selbstbewusst bin, aber ich muss sagen, ich hatte schon Herzklopfen am Anfang, als ich aufgenommen habe. Es ist wirklich komisch, wenn die Leute einem irgendwie auf der Straße angucken. Vor allem, man muss bedenken, in der USA ist es was ganz anderes. Und zwar, ihr seid in der USA und die Leute wissen, er vloggt gerade. Hier ist es so, die Leute wissen nicht, was er tut. Die Leute kennen das nicht ganz. Es ist noch nicht so ganz, ja, sagen wir, berühmt, dieses Vloggen. Es kennt halt nicht jeder, ist halt einfach so. Und vor allem die ältere Generation nicht. Und ja, jetzt sind wir, keine Ahnung, jetzt sind wir nicht mehr in meiner Stadt, wo ich lebe. Deswegen kann ich hier machen, was ich will, weil ich die meisten Menschen eh nie wieder sehen werde. Deswegen ist mir das ziemlich egal. Und ja, wenn ihr mehr dieser Vlogs sehen wollt, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie täglich kommen werden, weil der Alltag bei mir sieht ziemlich gleich immer aus, also quasi immer Videos machen und zum Training gehen. Ich kann nämlich hier mal filmen, wie ich zum Training gehe, kann ich hier mal machen. Oder mich filmen lassen oder so, wenn ihr das mal sehen wollt, wie ich trainiere. Weil ich meine, mit diesem Ding kann man übel so viel machen. Das Ding ist klein bis zum geht nicht mehr. Ich sehe mich gerade selber. Ich kann damit perfekt filmen. Besser geht's gar nicht. Und ja, Daumen hoch dafür, wenn ihr mehr dieser Vlogs sehen wollt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!